Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession. Nein, bei einem kleinen Spezial. Ja, wir befinden uns in der Minecraft 1.1 und ich habe es ja letztens bei dem anderen Minecraft Spezial ein bisschen Spaß muss sein bei in der 1.1 oder so schon in den Kommentaren drunter geschrieben, dass am Wochenende noch was kommt. Und ja, ich habe mir gedacht, es gab es seit der 1.1. Da hatte ich mir eine neue Welt gecraftet und da gibt es jetzt diesen Super Flat Mode. Und da habe ich mir eine schöne Welt zusammengestellt und ein bisschen repariert, so ungefähr. Und ja, ich finde es eigentlich recht lustig. Und ja, schauen wir doch mal rein, ob euch das dann so gefällt. Ihr werdet diese Welt downloaden können. Das Lustige ist, ich habe es zuerst im Creative-Modus gemacht und dann habe ich es eben geändert. Denn jetzt ist es einfach nur so ein bisschen, naja, wie man das auch immer nennen mag. Ich habe hier ein kleines bisschen was aufgebaut und zwar einfach, schauen wir uns das erstmal hier an. Im Moment spiele ich ja, wie ihr vorher sehen habt können, in der 1.1. Ich habe bereits das Mises installiert, das neue. 402, glaube ich, war das. So, dann gehen wir mal hier diesen kleinen Turm hier hoch, den ich hier extra dafür gebaut habe. Ich liebe Creative Modus. Da geht sowas immer schön. So, und ja, man sieht von hier oben eigentlich recht schön, was es ist. Es ist ein Dorf, eingezäunt, und ja, es befinden sich ein paar Landminen sozusagen in diesem Bereich. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es genau so mache, weil bei dem einen Punkt, den ich euch jetzt gleich zeigen werde, man kann natürlich auch außenrum, ist mir ganz klar, aber der Einfüllort, der gefällt mir noch nicht so ganz, denn da gibt es manchmal Probleme. Ich kann es euch mal ein bisschen zeigen. Hier habe ich lauter Spawn-Eier drin und normalerweise, finde ich, nimmt man dafür eigentlich immer Villager her, weil die eigentlich recht cool sind. Und normalerweise stellt man sie hierher und lässt sie dann hier droppen, aber ich habe mir letztens überlegt, ob ich es nicht einfach so machen kann, damit man sie quasi nach unten droppt. Denn das Problem ist, dass man ganz oft, wenn man zu viele aufeinander, denn man kann jetzt durchaus so machen, aber es kann dann passieren, dass sie so wegkippen quasi. Schauen wir mal, ob das passiert. Ja, mit der Zeit kann das durchaus passieren. Und wenn man nämlich mit diesem Ei auf einen Mob dann drauf haut, verschwindet dieses Ei. Denn dieses Ei habe ich quasi so ercheatet, dass es unendlich ist. Aber es ist, seht ihr, jetzt habe ich auf so einen Villager geklickt und jetzt ist das Ei weg. Jetzt habe ich hier aber nur, keine Ahnung, ein paar. Und das ist halt eben das Blöde. Deswegen habe ich mir vielleicht gedacht, dass ich quasi das dann noch ändere. Das seht ihr dann eben, wenn ihr die Map runterlädt. Ich schätze, ich werde es schon noch ein bisschen ändern. Dann wird man das Ganze quasi, nehmen wir mal noch ein anderes Ei, was haben wir denn hier, Silverfish, das bringen wir nicht mehr viel. Wir haben hier alles, also auch die ganzen Zombies und so. Sheep, Blaze, nehmen wir mal ein Sheep. Wir können es ja mal probieren, ob wir da schon ein bisschen was ändern können, wenn wir gerade hier so hochgehen. Und dann vielleicht darüber. Ich glaube, da wäre ich auch anders. Ah, und ja, ihr habt gehört, da unten ist nämlich die Tür schon auf. Da kann schon der ein oder andere raus. Vielleicht werde ich das auch nochmal ändern. Und in dem Haus sind auch welche. Und die sind schon fleißig dabei, drauf zu gehen. Ja, das dürfte fast besser laufen als wie diese andere Taktik. Hier tun wir jetzt einfach mal ein paar rein. Halt nicht so viele, damit man noch ein bisschen was erkennen kann und dass die Frame noch über 10 bleibt. Im Moment ist sie bei 11, 10, zack. 11. Ja, ich würde mal sagen, das reicht erstmal. So, und dann hat man hier den magischen Hebel und flupp. Zack, werden alle ausgelassen. Und ja, ihr seht schon, was halt dann passiert. Sie laufen wild durcheinander und sterben nacheinander. Das einzige Problem, was wir hier haben, ist halt, dass sie dann in den Löchern nicht mehr rauskommen. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen werde. Vielleicht werde ich einfach unten drunter dann vielleicht noch eine Obsidian-Schicht legen. Aber ich finde es eigentlich so eh ganz lustig, weil ein paar überleben sie immer und kommen dann doch wieder vorbei. Und das ist eigentlich recht lustig. Seht schon, das geht hier
dann schon immer auch da im Brunnen. Bei die Pressure Plates sind, ist mir letztens aufgefallen, bringen hier gar nichts. Pressure Plates können nicht durch einen Block hindurch porten. Aber ihr seht schon, da geht schon ganz schön ab. Wir können das Ganze ja mal von oben betrachten. Und warum muss es ausgerechnet jetzt das Telefon klingen? Bis gleich, wenn wir oben sind. So, und jetzt bin ich hier wieder hier oben. Und wir sehen schon mal ein bisschen Chaos. Ein bisschen was ist schon passiert. Das Blöde ist nur, wenn man hier so weit oben ist, dann erkennt man nicht mehr, wo die Tiere und so sind. Man sieht dann auf einmal nur ab und zu mal wieder irgendwas in die Luft gehen. Wobei es im Moment sowieso auch mau aussieht. Zumindest konnte ich nichts erkennen. Ah. Wupp. Da schauen wir mal ein bisschen so von der Höhe hier. Ja, ich glaube, ich muss da, wo die fetten, also wo die meisten sind, muss ich das TNT wegmachen hier. Damit die da ein bisschen größeren Spielraum haben zum Weggehen. Das werde ich dann noch alles machen. Und dann werdet ihr die Map bekommen, bisschen verändert halt. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wofür das gut sein soll. Ich fand es einfach nur ein bisschen lustig. Ja, das war es eigentlich soweit auch schon, denke ich mal. Ich möchte jetzt gerne, dass nur irgendwo was explodiert. Komm schon, ihr Schafe. Ihr wart doch sonst nicht so faul. Ich könnte euch vielleicht noch einen Bogen mit Pfeile geben. Dann könnt ihr die vielleicht anschießen, damit sie ein bisschen rumlaufen. Irgendwie so machen wir das gleich. Ich hoffe nur, dass das dann nicht, glaube ich, One-Hit ist, weil sonst habt ihr ein Problem. Genau so werden wir es machen, denke ich. So. Also, es sieht nicht so aus, als würden die Tiere da noch gerne irgendwo hingehen. Nee, die sind heute faul wie Eier. Die schon mal gekocht sind. Ja. Das war's, denke ich, für heute. Ups, hallo. Bin ich bei euch gelandet? So. Bald wird es auch weitergehen mit dem Let's Play Minecraft. In der 1.0 Version. Hey. Und ja. Natürlich müssen erst noch die anderen Folgen ablaufen, sozusagen. Aber dann dürfte eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Tja, das nennt man Ironie des Schicksals. Tschaußen!